Willkommen zu einem weiteren Screencast und heute unterhalten wir uns über Kategorienseiten SEO für Online-Shops. Viel Spaß! Also, heute unterhalten wir uns über ein E-Commerce-Thema und zwar, wie man seine Kategorienseiten wirklich perfekt für SEO optimiert, weil natürlich bei einem Online-Shop die Seiten, die was die gerankt werden, sind nicht die Produktseiten in der Regel oder fast nie, sondern immer die Kategorienseiten. Das heißt, es muss alles aus SEO-Sicht stimmen, damit diese Seiten ranken können. Und wenn man sich anschaut, wie es gibt fast keine Branchen mehr, wo es jetzt nicht bei Online-Shops relativ viel Konkurrenz gibt, dementsprechend ist das Thema natürlich extrem wichtig. Und ich habe jetzt für euch eine Liste mit Best Practices. Danach schauen wir uns ein paar No-Gos an und wir schauen uns alles anhand von Beispielen an. Und der erste Punkt, über den wir uns unterhalten, ist natürlich der Content auf einer Kategorienseite. Ja, es gibt auf jeden Fall Shops, riesige Shops, die ich euch dann später zeigen werde, die keinen Content auf ihren Kategorienseiten haben. Aber da muss man ein bisschen trennen von, sagen wir mal, normalen Shops und von super Shops, die was Domain-Rating über 80 haben. Und jetzt für einen normalen Shop ist es absolut Best Practice und aus meiner Erfahrung, dass das am besten funktioniert, wenn ich oberhalb von den Produkten ein kleines Intro habe, vielleicht mit maximal 50 Wörtern, weil ich will natürlich nicht die Produkte runterpushen, weil das Wichtigste ist natürlich, dass wenn ich auf der Seite lande, müssen Produkte sofort im sichtbaren Bereich sein. Das heißt, wie das jetzt zum Beispiel der Lego Shop umgesetzt hat, ist meiner Meinung nach super nett umgesetzt. Die haben da ein kurzes Intro, was jetzt bei ihnen zum Beispiel fehlt, aber das wird ihnen herzlich egal sein, weil ich glaube jetzt nicht, dass sie Competition haben, um da zu ranken. Sie haben jetzt da zum Beispiel keine H1, aber sie haben da eben den schönen Intro-Snippet, den ich einfach jedem empfehlen würde. Und wenn man jetzt wirklich in einer, nicht so wie Lego, Konkurrenten hat, dann ist es natürlich auch wichtig, dass ich dann unter meinem Content den Langtext habe. Und wie viel Content gehört jetzt auf so einer Kategorienseite drauf, liegt dran, was die Konkurrenz drauf hat. Wenn die Konkurrenz 1000 Wörter mehr hat auf der Kategorienseite, dann wird es schwierig sein, diese Relevanz zu toppen. Wenn die Konkurrenz aber wenig Content hat, dann muss ich auch nicht über Bord gehen mit Content, sondern kann entweder gleich viel oder eine Spur mehr und mich dann mit einfach Links an sie vorbei arbeiten. Ich zeige euch jetzt einmal, wie manche das implementiert haben mit dem Content unterm Text. Da haben wir Staples, ist auch ein gigantischer Online-Shop. Die haben das einfach so schön als Box, wie es ihr eh kennt, klassischer Boilerplate-Content. Wieso ist der ein bisschen in Verruf geraten? Naja, Google sagt, alles was natürlich am Ende unten an der Seite ist relativ unwichtig, das gewichten sie weniger. Dementsprechend sage ich auch immer, es wäre wichtig, ein kurzes Intro zu haben, weil wenn ich dann schaue, dass ich im Intro, wie es jetzt bei Lego ist, zumindest einmal mein Keyword drin habe, einfach das nochmal, nur ein kleiner Relevanzboost, das heißt, ich habe meine H1 mit meinem Keyword und dann habe ich in meinem Intro nochmal das Keyword drin und natürlich im Langtext ist natürlich auch Keyword optimiert. Man darf aber eben nicht vergessen, dass dieser Langtext zu einem Teil weniger wert ist als der restliche Content, weil zum einen sehen ihn wenige User und Google reagiert eben darauf mit der Gewichtung des Textes. Dann, wie wir es eh schon angesprochen haben, wahnsinnig wichtig, wenn ich auf einer Seite lande, auf einer Kategorienseite von einem Online-Shop und das ist jetzt für richtiges Kauf-Keyword, wie jetzt in dem Fall, sagen wir mal, Kaschmir-Pullover oder Kaschmir-Pullover kaufen, dann das Erste, was ich sehen will, sind Produkte. Das heißt, darauf sollte meine Seite ausgerichtet werden. Und ich muss mir jetzt dann entscheiden, als Shop, das ist je nach Zielgruppe, ob ich für meine Produktauflistung ein Grid-Layout verwende. Das heißt, das ist jetzt ein Grid-Layout, das heißt dann mehrere Produkte nebeneinander und es werden relativ viele Produkte auf einen Blick angezeigt. Oder ob ich mit Listenarbeit, das heißt, es ist immer ein Produkt, ein Produkt, ein Produkt. Vorteil von Grids ist, der User sieht mehr Produkte gleichzeitig. Vorteil von Listen natürlich, ich kann
zu jedem Produkt mehr Details anzeigen. Jetzt, wie bei Zalando, wenn es um Kleidung geht, ich habe ohnehin nur einen Titel, vielleicht auch noch so eben die Short Description, einfach um eine genaue Beschreibung. Ich habe die Verfügbarkeit, ich habe einen Preis, ich brauche einfach keine Listenansicht. Wenn ich jetzt ein komplexeres Produkt habe, kann es durchaus Sinn machen, das mit einer Listenansicht. Zum Beispiel, was ich ganz gerne mag bei unseren Kunden, wenn die Zielgruppe wirklich älter ist, dann mache ich eine Listenansicht, weil die einfach auf ein ruhigeres Layout in der Regel, natürlich nischenabhängig, besser reagieren. Was will ich da zu den Produkten eben anzeigen? Ich habe es da eh schon kurz erwähnt. Ich will natürlich die wichtigsten Sachen zu diesem Produkt. Das ist natürlich produktabhängig. Aber wenn ich jetzt bei Kleidung bin, dann sagen wir mal eben ein Titel, die Farbe, Verfügbarkeit, ist der im Sale, ist der neu etc. Bei anderen Produkten kann es wieder anders ausschauen. Sie bei Amazon kennt es noch, kann ich das bei Prime versenden lassen. Was mir persönlich extrem wichtig ist, dass ich auf der Kategorienseite auch schon Bewertungen sehe, wie ist das Produkt bewertet und so weiter. Zudem zeige ich jetzt noch kurz zwei Ansätze, zu wie man die Filter implementieren kann, weil jetzt zum Beispiel Zalando hat die Filter über die Produkte, die haben jetzt die wahnsinnig komische Textlösung mit, wo es einfach offensichtlich ist, dass sie diesen Text wirklich nur für SEO da reinstuffen und der ist absolut nicht zum Lesen da, weil ich kann ihn teilweise, der wird bei mir abgeschnitten, weil das ist eine sticky Sidebar. Ist natürlich, wenn man sich überlegt, grenzwertig, sagen wir mal, aber Zalando ist aus SEO-Sicht göttlich gemacht. Die wissen, was sie tun. Es ist ein bisschen eine schwindlige Geschichte. Aber jetzt schauen wir mal, ich kann das eben bei einem Online-Shop drüber machen. Oder ich kann es so alternativ, wie es zum Beispiel Topshop hat, ist auch ein gigantischer Kleidungs-Online-Shop. Da oben haben sie wieder ihr Intro mit der H1. Und dann haben sie die ganzen Filter, haben sie da schön in der Sidebar verpackt. Ist was, was man unbedingt testen muss, gibt sicher keine unbedingt richtige Lösung. Bei ihnen kann man auch das Grid-Layout selber ändern. Das sind alles Sachen, die man testen muss. Ein anderer Shop, der was eigentlich um die gleiche Zielgruppe konkurriert, ist eben Asus. Ungefähr wahrscheinlich gleiche Größe. Die haben eben den Filter so implementiert. Das heißt, da kann ich jetzt da oben herumfiltern. Und die arbeiten generell nicht mit einer Sidebar. Was man jetzt bei einem Shop beachten muss, aber ich glaube, die meisten, was da zuschauen, sollten das wissen. Bei einem Blog ist die Sidebar immer auf der rechten Seite, weil der Content im Fokus steht. Bei einem Online-Shop ist, wenn eine Sidebar vorhanden ist, immer die Sidebar auf der linken Seite, damit eben diese Filteroptionen eigentlich im Fokus stehen. So, dann ein kleiner Tipp von mir, der nicht ganz Whitehead ist, aber für unsere Kunden perfekt funktioniert und bis jetzt habe ich nie damit Probleme gehabt. Und zwar Aggregate Ratings auf Kategorienebene. Es kennt sich ja ganz normal auf, auch wie es bei Zalando ist, dass zu Produkte gibt es Bewertungen. Die Produkte, diese Bewertungen werden auch anhand von strukturierten Daten an Google vermittelt. Das heißt, wenn jetzt noch der URL wahrscheinlich googeln wird, dann sieht man in die Suchergebnisse die Sternenbewertung, also diesen Rich Snippet. Aber was man auch machen kann, was Google nicht ganz so gern hat, aber natürlich für mehr Klickrate sorgt, weil die Sterne logischerweise für bessere Klickrate sorgen, ist, dass ich von all meinen Produkten in einer Kategorie die Ratings aggregiere und dann für diese Kategorie gewissermaßen eine Bewertung generiere. Kann man ganz einfach implementieren. Im letzten Video haben wir eh darüber geredet, wie man mit Google Tag Managers machen kann. Die meisten großen Shop-Systeme haben das eh schon implementiert oder können mit einem Plugin bzw. einer Erweiterung enhanced werden, dass sie das umsetzen können. Ist natürlich, da ich vorrangig mit der Kategorienseite bei SEO arbeite, mit einer Sternbewertung ist leichter, weil ich eine überdurchschnittliche Klickrate habe. Muss man sich überlegen. Natürlich, ich sage jetzt gleich, das ist eben, haben wir ja gesagt, ist nicht ganz Whitehead. Auf jeden Fall ein Greyhead, wo ich mich sowieso am liebsten oder am wohlsten fühle. Dementsprechend muss man schauen. Dann, was
sinnvoll ist, aber sehr wenige machen. Ich zeige euch jetzt da nämlich wirklich riesige Shops. Dementsprechend, für die gelten natürlich wieder ein bisschen andere Regeln, weil die haben so viel Domain Authority. Die können auch mit Schrott-Kategorienseiten eigentlich ranken. Wobei, ich will jetzt absolut nicht sagen, Zalando ultimative SEOs, aber die haben natürlich den Fokus, wie man jetzt bei denen zum Beispiel sieht, der Fokus ist dann wirklich nur noch auf Conversion, gar nicht mehr auf SEO, weil für SEO bräuchte zum Beispiel auf dieser Seite einfach letzten Endes mehr Content. Aber was zum Beispiel Staples wahnsinnig gut macht, sie nutzen das Potenzial, dass sie unten den riesigen Content-Block haben, um intern auf passende andere Kategorien, also auf Markenkategorien, Laptops, Deals und so weiter zu verlinken, um diese zu pushen. Weil wieso sollte ich nicht diesen Content nutzen, um wiederum relevant auf andere Sachen intern zu verlinken? Was Staples meiner Meinung nach sonst noch wirklich sehr gut macht, ist, dass sie auf ihren Kategorienseiten, je nachdem natürlich wie generisch die Kategorienseite ist, auch andere Kategorien promoten und wirklich sich überlegen, was die User Journey ist. Also sie sagen jetzt, beliebte andere Kategorien, die beliebtesten Brands oder was da gefeatured ist und Arten von Notebooks. Und das soll natürlich Sinn der Sache sein, dass sie einen User abholt dort, wo er landet. Das heißt, die Kategorien ist jetzt zum Beispiel Laptop-Computers, super generisch und dementsprechend, der User muss sowieso jetzt nur entscheiden, will er ein Business-Laptop, was für ein Brand will er, für was setzt er das Notebook ein und so weiter und so weiter. Deswegen können wir Staples in diesem Fall sogar verzeihen, dass die Produkte nicht above default sind, weil der User auf einer extrem generischen Kategorie gelandet ist und dementsprechend noch viele Entscheidungen zu treffen hat. Wenn wir jetzt auf Business Laptops klicken, dann schaut die Geschichte ganz anders aus, weil dann lande ich auf einer klassischen Kategorienseite von Staples, wo wirklich eher meine Introduction und sofort Produkte above the fold und das ist natürlich, was wir haben wollen. Das heißt, nicht jede Kategorienseite ist gleich, aber durchaus ist es sinnvoll, von der Kategorienseite auf die, sagen wir mal, feineren Unterkategorien zu verlinken und auch die beliebtesten oder andere relevante Produkte vorzuschlagen. Natürlich muss man das testen. Ich sage jetzt nicht, das ist immer der Fall, aber Staples ist jetzt riesig, die werden es sicher getestet haben. Das heißt, für sie hat es funktioniert und das ist was, was ich wahnsinnig selten sehe, aber man vorstellen kann, dass das eine wahnsinnig gute Idee ist. So, und jetzt zu guter Letzt besprechen wir ein paar No-Gos und es werdet ihr wahrscheinlich schon rausgehört haben. Ich bin kein Fan von, wenn Produkte nicht above default angezeigt werden. Weil wenn jemand jetzt so mal, sagen wir mal als Beispiel, eingibt Kaschmir-Pullover, was will er dann sehen? Dann will er Produkte sehen. Dementsprechend, wenn ich jetzt wirklich diese Shop-Suchintention erfülle, dann sollte ich natürlich auch möglichst gleich Produkte anzeigen. Wie viele das sind, ist wieder abhängig von was für Produkte. Aber ich will ja die Suchintention erfüllen, sonst werde ich mich hart tun, damit zu ranken. Und was ich jetzt bei potenziellen Kunden oder Neukunden von uns oft sehe, ist, alle Shops in dieser Nische haben Produkte above default und sie haben das Layout so, sagen wir mal, dumm aufgebaut, dass die Produkte runtergedrückt werden. Was passiert dadurch? Ich habe logischerweise eine höhere Absprungrate, weil der User landet auf der Seite und denkt sich, what the fuck, das ist nicht, was ich mir erwartet habe. Und Google erkennt natürlich dadurch relativ schnell, dass diese Seite, obwohl sie eigentlich Produkte enthält, nicht der Suchintention entspricht und mich dadurch nach hinten reiht. Dann, was ich auch immer wieder höre, ja, aber Content auf der Seite reduziert die Conversion Rate und tralalalalala. Und ja, zum Beispiel Topshop oder Asos sind riesige Shops, die sind wahnsinnig erfolgreich und die haben auch keinen Content. Wieso sollten wir Content auf dieser Seite dann? Dazu meine Antwort, ich bezweifle mal, dass du in der Liga mitspielst. Also das sind absolute Autoritäten mit so einem Domain-Rating, das erreichst du nicht in den nächsten 120 Jahren. Und dementsprechend, Content steigert die Relevanz von meiner Kategorie, ohne dass ich Links aufbauen muss. Für die großen Shops, die haben so viel Autorität, dass sie es
meistens trotzdem funktioniert. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel Zalando anschaut, die was auch viele Autorität haben, die haben trotzdem immer bei allen wichtigen Seiten, haben sie in der Sidebar diesen Content drin. Staples ist auch ein riesiger Online-Shop, arbeitet trotzdem mit extra Content. Dementsprechend, ja, wenn ich ein ganz normaler, kleiner oder mittlerer Shop bin, dann ist es meine Pflicht, Content auf diese Kategorienseite zu bauen, weil sonst wird die Seite einfach nicht ranken. Und man soll sich nicht immer an die Ausreißer orientieren, sondern was rankt und an das orientiere ich mich. Was rankt in die Top 3? Und wenn ich jetzt deutlich weniger Content habe, dann werde ich einfach nicht ranken. Fertig. Das heißt, die Entscheidung ist nicht, dann ist es zwar nett, die Conversion Rate zu erhöhen, weil das, wenn man es gut implementiert, hat das füreinander keine Konsequenzen. Aber wenn ich keinen Traffic habe, kann ich scheißen gehen mit meiner Conversion Rate. Dann zuletzt, der letzte Punkt, und damit hat jeder wahrscheinlich, der jemals online geshoppt hat, schon genug Erfahrung. Das Wichtigste auf einer Kategorienseite und fast das Wichtigste bei jedem Online-Shop sind die Produktfotos. Das heißt, der User entscheidet meistens über die Kategorienseite basierend auf die Produktfotos. Wer das richtig gut macht, ist, ich bin eh schon drauf gesprungen, ist Zalando. Die haben genau, was die Zielgruppe haben will. Das heißt, man sieht die Kleidung an einer Person und sieht nicht nur, sieht es aus der Nähe, aber sieht auch eine Gesamtansicht. Und da muss man einfach drüber nachdenken, was die Zielgruppe will. Ein riesiger Online-Shop, der das wahnsinnig schlecht macht, ist zum Beispiel Peek & Cloppenburg. Bei denen sieht man die Kleidung immer nur so, ich kann es nicht mal erklären, also hingelegt oder aufgehängt, aber ohne jemand, der die Kleidung trägt. Und da kann man ja überhaupt nicht einschätzen, wie das ausschaut. Und so muss man sich überlegen, also nicht nur die Qualität von den Produktfotos muss gut sein, sondern es muss richtig inszeniert sein. Und das sind so kleine Finessen. Das hat jetzt nicht unbedingt aus SEO-Sicht sehr viel Relevanz. Natürlich, wenn ich bessere Nutzersignale habe, ranke ich besser. Aber natürlich aus Conversion-Sicht ist das ein riesiger, gigantischer Vorteil, den Zalando zum Beispiel über Peek & Cloppenburg hat. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen das ganze Thema Kategorienseiten SEO für Online-Shops näher gebracht. Und mehr als diese Best Practices gibt es eigentlich gar nicht. Also auf was man achten sollte, natürlich ist nur wichtig, dass man sinnvolle Filter hat und alles, was, sagen wir mal, dem Ganzen nicht zuträglich ist, wegschneidet. Aber ansonsten ist man mit diesen Best Practices relativ gut abgedeckt. Natürlich braucht man zusätzlich Links auf die wichtigsten Kategorien. Man kann nicht nur hoffen, über Domain Authority zu ranken, sondern für ganz spezifische Landing Pages, Kategorienseiten, würde ich auch zusätzliche Links auf diese aufbauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, unbedingt natürlich liken und abonnieren und bis zum nächsten Mal.